Wo hängen wir denn jetzt überhaupt? Hinten. Mensch, jetzt kommen wir gar nicht mehr raus hier, oder was? Ah, jetzt hängen wir... Also, niemals mit der Güllefass auf die Waage fahren. Das ist der Tod. Oh, Scheiße. Nein! Was war denn nur schon wieder? Alter Verwalter. Lass mich raus. Danke. Oh, Alter, war das ein Kampf. Ich will gar nicht wissen. Okay, der ist fertig. Das ist natürlich lobenswert. Da vorne hat er noch ein Stück, ne? Aber sonst ist bei dem Finito. Das ist natürlich sehr schön. Den winzigen Streifen hat er noch, ja. Den machen wir mal zur Ehre, weil das so schön gemacht hat. Der andere da vorne natürlich nicht. Steht schon wieder, seht ihr das? Blöde Puffnelge. Sonst lassen sie uns gar nicht raus, ne? Das lassen die uns nie hier raus. Müssen wir vorne rumfahren. Das sieht natürlich auch geil aus. Wachsende Straße hier lang. So, was sind wir jetzt bei dem Feld? Gucken wir gleich mal doch, wie viel das kostet. Kostet. Und dann... Was ist das hier? Aha. Ein Straßenschlussstrich. Ja. 15.000, das können wir uns gerade so leisten. Gerade so. Und dann tun wir gleich mal hier mit Gasse drauf drillen, würde ich sagen. Auf den kleinen Hüppel-Büppel-Feld hier, das ist ja gar nichts. Aber es muss. Es muss, wie es muss. Und es muss... Gasse drauf. So, da hinten stehen wieder echte Bäume, da drüben ist Zaun, da kann man einfach jetzt nicht fahren lassen. Hier vorne Gangs zwar, ist bloß Gebüsch, wo man da durchfahren kann. Da fahren wir hinten noch eine Runde lang und dann können wir hin und her fahren. Lass mal einen Helfer hin und her fahren, mehr nicht damit. Und dann würde ich sagen, haben wir schon ordentlich was geschafft. Was mit denen jetzt hier so arbeiten? Und Helfer rein, umsteigen, gucken, was der andere macht. Oh, das ist ein Nichtsnutz, hoch 3, das sag ich euch. Also den Fahrer eingestellt hat, das will ich mal wissen.
Na, ich sehe es schon vor mir. Die Folge ist: Der Helfer macht dem Bauern seinen Namen alle erb. Oder so, keine Ahnung. Oder dumm wie Stroh. Weil wir hier Stroh unterkuppern. Zumindest die Stoppel davon. Die Reste. So hätte man das dann aber geschafft. Das ist das sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So, das Feld ist fertig. Ah, dann müssen wir noch zum anderen. Und zwar hier drüben die zwei kleinen Kuchenfelder wieder. Das sieht doch aus wie gewollt und nicht gekonnt. Eiweia. Ne, das geht so näher. Weil wir müssen ja Mais mit hin. Und die Mais-Sämaschine ist ja keine Direkt-Sämaschine, deswegen müssen wir hier noch fix mal ein bisschen kuppern. Das können wir so nicht lassen. Also nee, das geht nicht. Ohne. So, was du mal das drüber machen. Vorne noch die zwei Wurstelstoppel hier. So, dann gucken wir mal vorne, ob da noch was war. Ich glaube, da ging's. So. Hätte man das ungeklärt. So, dann muss er jetzt das hier machen. Ich habe gesagt, ja, der Helfer muss das machen. Ich hoffe mal, das kriegt er gebacken. Die Sau. Sau. Hier sind wieder schöne Bäume, die Kollision, denke ich mal, haben. In dieser Fall ja Mais hin muss, müssen wir das gucken. Das hätte ich mir direkt der Maschine gemacht. Aber wie gesagt, das geht halt nicht. Weil der Mais hin muss. Der Mais, der Mais. Ist meistens gelb und nicht weiß. Boah, der war gut. Jetzt tun wir hier runter machen. So. Warum stehen die hier so blöd? Gucken wir Traktorpferde. So, einen Helfer einwerfen. Und wir fahren. Mhm. Der nächste. Der Hilfe braucht. Von professionellen, ambitionierten Leuten, die hier versuchen, Traktor zu spielen. So, also wie gesagt. Ist er dann hier auch fertig oder was? Oder der haben hier wieder Probleme? Ei, war ja, das haben wir hier auch. Hat er noch mit Dings gemacht. Ist aber eine Spur hier, Mensch. Geht doch so, nee. Oder geht das nicht, weil das Feld nicht unser ist? 7 besitzen das Feld nicht. Aber gleich. Und zwar sprint ich da jetzt hin. Schnell! Lauf, Forest! Los, renne, renne. Oh, da kommt der Helfer angebraust da oben. Handbremse neu. Umgedreht. So, dann klatschen wir hier mit Rapsen. Ist alles schön und gut, die ganzen Bäume hier und so weiter, schon klar, aber
mit den Helfern. Aber wie gesagt, die haben ja gesagt, dass die was machen wollen, dass jetzt die Helfer, also wissen ja, ob sie es hinkriegen, dass die Helfer auch mit Kurven klarkommen. Mein Hund, die bellt gerade wieder, wenn das vielleicht im Hintergrund hört. Kommt wieder sonst wer. Postfrau. Warum drehen sich alle jetzt? Ich wollte sagen, warum drehen sich die roten Ballonreifen? Ne? Ah, haben wir in der Ecke stehen gelassen. Was bellt denn der? So, dann hätten wir das auch geschafft, die kleine Ecke hier. Das war ein ganz großes, schwieriges Problem. Alter, Hund nervt. Zurück, zurück, zurück. Falsch. Jetzt wollte der hier wieder umdrehen. Du machst hier nur was. So. Scheiße, wächst schon der Mais. Na gut, das ist... Okay, ist das, es passt, es geht, es, ja. Sieht das, warum hier so ein Streifen drin ist? Weil ja man den Mais auch in echt so spritzt. Also mit Gülle. Wenn der gewachsen ist, mit den ja mit Gülle versehen. Und das ist ja ganz gut. Mineralität und so. Ist das. Drüben brauchen wir keine Gülle machen, da hatten wir ja Luzerne gehabt, der hat mir ja Umwelt geholt. Und da ist er schon gedüngt. Und hier ist jetzt scheiße drauf. Richtig Fettgülle. Und da haben wir auch keine Sorgen mehr. Und ihr seht da schön die Gülletexturen von dem Gülle- und Kalkmod. Nichts Besonderes, aber das Feeling, ihr wisst ja, ne? Macht einfach ein bisschen mehr Atmosphäre rein. So, einmal auftanken bitte. Und wir gucken weiter. Ja, alle stehen so rum. Warum steht denn der da drüben rum? Das ist ja klar, dass der steht. Der kann ja nichts anderes. Ei, war ja die Nerven, du. Das sorgt für euch. Und wie das wieder aussieht, was der hier macht. Das kannst du doch keinen zeigen. Das kannst du echt keinen zeigen. Dass er wieder aussieht. So, dann lassen wir nochmal arbeiten probieren, zumindest. Und wir gucken uns den Burschen an. Warum der nicht gearbeitet hat, das frage ich mich, weil guck mal, das ist ja 90 Grad, was er hier macht, Mensch, und er kann nichts. Hier ist Feld zu ändern, warum dreht er rum? Hm. Ich glaube, manchmal müssen wir den nicht verstehen. Ach, und der andere, wartet mal. Den hier. Da gibt es manche Mods, die finden auch das Stückel noch, wenn die einen halben Kilometer weg sind. Und hier ist wieder alles für die Maus. So, vielleicht kriegt das ja gebacken.
Hier tun wir mal fix was reintun. Der Bob ist Herz. Freut uns. Oh, da kann ich das hier machen. Und dann wäre er fertig. Bräuchten wir den denn nicht mehr? Eine Kraus schon vor der Maisdrille. Das ist ein... Das ist echt ein... Finde ich keine Worte hier bei dem Kunden. Die werden ja alltäglich immer schlimmer. Je später der Tag, umso schlimmer werden hier die Leute. Vielleicht zumindest einen Eindruck. Fertig hier. Sieht zwar auch aus wie bei Heinzen. Dann hätten wir was. Sehr schön. Das sieht ja schon mal gut aus. Die drei Felder waren jetzt hier noch voll mit Mais. Die Ölwe macht der hier mit, der drüben ist. Wir können rein theoretisch auf die 25 fahren. Das ist auch ein Könner hier, der Herr Robot. Das sieht man gleich. So, das fällt ja sehr gut aus. Das hat der Helfer mal schön gemacht. Ups. Das ist immer cool, wie sie Spuren da vorne mitmacht, die Einfahrtspuren. Die haben wir auch noch mit Kraft, wenn wir hauen können. Gut. Ich bin mega gespannt, ob das reicht, ja, das Vorgewende. Genauso bin ich gespannt, ob da hinten irgendwie noch Kollision verbaut ist in den Bäumen. So, nebenbei fahren wir noch ein Bikülle hier. Volles Programm hier habt ihr wieder. So, jetzt fahren wir nur mit Boden, wo das ist. Und die Ecke leider nicht machen hier.
was auch cool wäre, so ein kleines Feature, wenn Getreide und sowas unter Bäume gepflanzt wird oder auch so an Feldrändern, wo eben nicht ganz so viel Sonne hinkommt, dass da eben das Getreide noch eine andere Wachstumsphase hat oder gar reif wird, aber einfach nicht so groß wird, weißt du? Das ist einfach hier wie hier drüben an dem Baum, ja, hier drüben, ja, in dem Schatten, dass da einfach ja, einfach das Getreide, der Mais oder wie auch immer, einfach nicht so stark wächst, dass da einfach das Licht fehlt, dass die richtig wachsen können, die Pflanzen. Oder halt insgesamt an den Rändern von Feldern. Ja, scheint ganz schön gelüftet zu sein in, den, in der BGA hier. Vielleicht ist es auch unendlich, das weiß ich nicht. Können wir langsam mal gucken, ob das... Na, es geht runter. Okay, also... Dürfte doch nicht unendlich sein. Was sollen wir jetzt hier halten? Fast umgedreht, aber okay, Helfer. Fragen wir mal, was soll denn das da bedeuten? Zu denen wollte ich. Plus 25 sind 60, 70, 75, 78. Gut. So, dann das kleine Feld da drüben noch und dann reicht das erstmal. Das kann leider Helfer machen hier. Das ist rechteckig. Und da hat er zu viel Spielraum. So. Das ist eine Puffbanane, ey, sag ich euch. Vorne war da bestimmt gerade im Zaun hängen, weil wir in der Kuhweide. Wette ich mit euch. Hier vorne. Deswegen ziehen wir lieber mal hier richtig durch. Noch eine Reihe, zwei Reihen. Dürfte das eigentlich klappen. Ah, mir ist ja nie bei den neuen Helfern hier, bei den Deutschen. Ich weiß, ob die schlafen können. Oh Gott, oh Gott. Ja, also das reicht nicht hier vorne. Hab ich mir fast gedacht. Ziehen wir lieber noch eine Bahn.
Ja, das ist mal wieder schief an. Gut, dann fahren wir noch eine Runde Gülle. Jetzt hängt er ja wieder, Mensch. So, und also mit der Erlös des nächsten Ernteeinkommens werden wir dann also Gerätschaften für die Rüben.